Wir wissen natürlich auch, dass es einen Trägheitseffekt gibt. Wenn heute der Krieg ausbricht und die Getreidelieferungen unterbrochen werden, dann gibt es noch ein paar Reserven. Aber wenn die verbraucht sind, dann erst tritt der Hunger offiziell ein. Und das ist auch das, was Europa zu erwarten hat. Das muss man mal ganz nüchtern sehen. Denn durch diese Verzögerung der unterbrochenen Getreidelieferung wird der Engpass erst sichtbar, wenn die Reserven verbraucht sind. Und ich glaube, dann erst werden viele Menschen erkennen, in welcher dramatischen Lage sie sich befunden hat. Und ich habe gerade einige Berichte auch gelesen in den russischen Medien, und zwar alles in denjenigen, die nicht verboten sind. Das ist wirklich wichtig. Wir legen Wert darauf, dass wir nur russische Medien hinbeziehen, die auch russisch kritisch sind und auch nicht von den westlichen Medien boykottiert oder zensiert wurden. Aber auch da stellt man fest, dass beispielsweise in der russischen Politik extrem viele Anfragen laufen, und zwar in der Ukraine, wie man das Schwarze Meer wieder mit Getreidelieferungen wieder aktiviert, damit genau nach Afrika diese Getreidelieferungen eben halt gefahren werden. Das läuft offiziell in den russischen Medien rauf und runter, und man ist entsetzt darüber, dass die ukrainische Regierung sich dazu nicht äußert und einfach das Ganze hinschiebt. Und jeder Tag, ich meine, alle 5 Sekunden ein Mensch an Hunger auf dieser Welt. Und das wird sich jetzt steigern auf 3 Sekunden, 2 Sekunden. Und nun kann ich nicht beurteilen, ob das alles so stimmt. Was mir jetzt wichtig ist, es fehlt die große Diskussion um diese Hungerdebattierung. Ich finde das gar nicht mal schlecht, was die UN jetzt sagt an der Stelle. Allerdings verfolgen sie natürlich andere Gesamtinteressen, wenn es die UN ist. Darüber können wir natürlich immer, davon können wir ausgehen. Also die Europäer sitzen hier komplett in der Zwickmühle und müssen die Augen davor verschließen, was das für eine Mischung ist und woher sie kommt. Man kann festhalten, die Sanktionen gegen Russland sind mit dem Ziel verhängt worden, dass die Kriegshandlungen in der Ukraine schnell wie möglich beendet werden sollen. Es hat aber nichts gebracht, eher das Gegenteil. Und Europa sucht weiter ja nach Alternativen, deshalb fährt ja auch Herr Habeck so durch die Weltgeschichte und fragt überall nach. Aber im Prinzip stochern die EU-Funktionäre wie blind durch diese komplexe Gemengelage, und man kommt nicht drum rum. Und das Interessante ist, jeder weiß es, jeder macht es, aber es darf möglichst nicht beim Bürger landen, weil es dann heißt, oh oh, wir füttern ja gerade die Hand, die uns gerade schlägt. Naja, es ist auf jeden Fall so, dass der Wind sich ein wenig dreht, und wenn ein solches Blatt wie American Thinker eine solche Kolumne veröffentlicht, wo wirklich diese Dinge schon einmal in den Äther gebracht werden, damit sich dann diese Meinung und auch dieser Gedanke dann verbreiten kann, das sind ja erst zu den ersten Impulse, wir wissen ja, wie das funktioniert, dann ist das schon ernst zu nehmen. Aber machen wir uns nichts vor, ich bezweifle, dass überhaupt jemand vorhatte, der Ukraine zu helfen, anstatt geopolitisch die Ukraine zu nutzen, und zwar gegen Europa. Eigentlich sind alle diese Dinge gelaufen. Noch einmal, das Kriegsbündnis oder das Militärbündnis NATO, ich will es nicht Verteidigungsbündnis nennen, ich will es Militärbündnis nennen, hat viele Mitglieder, und die vielen Mitglieder unterliegen natürlich aller dieser zentralen Führung in Washington. So oder so, ob man das gut findet oder nicht, so ist meine Interpretation und meine persönliche Meinung, und alle spielen ja letztendlich mit, was die NATO sagt. Und das führt natürlich jetzt in diesem Fall dazu, dass die europäische Ökonomie durch Sanktionen, durch Abschalten von Nord Stream 2 und so weiter in diese wahnsinnige Tragödie gelaufen sind, mit einer völlig verfehlten Politik. Das geht dann gleichzeitig wieder mit einher, dass man feststellt, dass die Parteien noch nie so reich waren, wie sie heute sind. Haben wir gerade gelesen, dass die Parteienvermögen extrem gestiegen sind in Deutschland. Die reichste Partei ist übrigens die SPD. Und wenn man weiß, dass sie jetzt auch an der Macht sind, dann kann man sich natürlich vorstellen, aus welchen Richtungen da auch noch Gelder einfließen, die die Parteien vielleicht noch ein bisschen freundlicher oder gefügiger zu machen, um das mal so zu sagen. Lange Rede, kurzer Sinn, der europäische Wirtschaftsstandort ist mehr oder weniger eliminiert worden oder sich auf dem Wege zu eliminieren, sich zu zerlegen, und damit ist die Operation eigentlich beendet. Jetzt kann man sich wieder um die hungernden Kinder kümmern. Die Weltbank und der IWF, die sitzen ja beide in Washington, sind große Kapitalinstitutionen, die mehr oder weniger die Interessen der Federal Reserve wiederum rausbringen. Und wenn solche Gelder rausgegeben werden von Milliardenbeträgen an die Ukraine, dann bedeutet das in irgendeiner Form, dass die Ukraine dafür auch irgendwelche Sicherheiten bieten müssen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Ukraine Schwarzerde verfügt und auch über verschiedene Rohstoffe und Getreidereserven verfügt, ist es natürlich mehr oder weniger ein Kaufen der Ukraine-Ressourcen auf Kosten
ich sage mal, neu gedruckten Geldes, welches ja nichts kostet. So ein Schein, der kostet ja nichts. Genau genommen sind das ja nur Bits und Bytes auf einem Plasma-Bildschirm. Also man kauft mehr oder weniger sich in Ukraine mehr ein. Das muss man mal ganz nüchtern sehen. Denn durch diese Verzögerung der unterbrochenen Getreidelieferung wird der Engpass erst sichtbar, wenn die Reserven verbraucht sind. Und ich glaube, dann erst werden viele Menschen erkennen, in welcher dramatischen Lage sie sich befunden hat. Auch für den Winter. Diese Teelichtöfen. Es mag vielleicht wie eine Marginalie wirken, aber die Dinger heizen wirklich. Zumindest sorgen sie dafür, dass der Raum nicht verfrostet und eine gewisse Wärme erhalten werden kann. Das heißt, geht bitte ins Internet, schaut bei YouTube nach unter Teelichtofen und seht euch das mal an. Ihr könnt die selber bauen mit Tontöpfen und mit diesen kleinen Kerzen. Wie heißen diese Kerzen? Diese, meine Güte, heute ist es aber auch. Man hat das in Deutsch nicht mehr. Die Teelichter. Ein Teelichtofen hat Teelichter, Frau Herrmann. Ja, danke schön, sagte der Souffleur. Also da kann man selber viel tun und viel machen. Und das sollte man eben auch tun. Vor allem eben Konserven. Auch das wird knapp. Fischkonserven mit viel Öl. Eingelegter Fisch, so etwas ist in den Notzeiten, wenn man dann auch nicht in den Supermarkt gehen kann, nicht einkaufen kann, da wird ja sowieso auch schon kräftig ausgelistet, also sollte man lang haltbare Lebensmittel, die man gerne zu Hause hätte, jetzt denn auch endgültig mal einkaufen. Ja, also diese Sache mit den Teelichtern, da möchte ich noch was ergänzen, die ist wirklich nicht ganz unlogisch. Wenn man zum Beispiel weiß, und das wissen die meisten, die zum Beispiel auf dem Lande wohnen, draußen, wo starke Winter sein könnten, so wie hier zum Beispiel auch, besonders im Norden Kanadas, hier ist es ja noch warm, aber dann hat man zum Beispiel Teelichter im Auto. Und wenn man mit dem Auto verunglücken würde, besteht die Gefahr ja des Erfrierungstodes. Und dann kann man zum Beispiel ein Teelicht mit in das Auto nehmen, in die Mittelkonsole stellen. Und man kann dadurch einen Erfrierungstod tatsächlich sogar verhindern, weil der Raum in dem Wagen relativ klein ist. Man muss natürlich die Scheibe einen Spalt aufmachen, dass die verbrauchte Luft raus kann. Aber die Wärmeerzeugung, die durch dieses Teelicht entsteht oder durch zwei Teelichter, die kann wirklich lebensrettend sein in einem kleinen Raum, wie zum Beispiel einem Auto.